sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des heutigen Niederrhein-Pokal-Viertelfinales in der Krefelder Rotenburg begrüßen. 2994 Besucher sahen die 0:2 Niederlage unseres KFC gegen Rot-Weiß Oberhausen. Glückwunsch natürlich erstmal an die Oberhausener zum Einzug ins Halbfinale. Und dann kommen wir zu den Stimmen der beiden Trainer. Wir gehen natürlich mit unserem Gast, mit Mike Terranova, da Sie dann zunächst und Ihren Kommentar zum Morgen spielen. Ja, wir sind mit einem sehr, sehr guten... Bisschen näher. Ja, wir sind mit einem sehr guten Gefühl hingefahren. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Bei den ein oder anderen Spielern hat es meiner Meinung nach auch Klick gemacht. Wir wussten, wenn wir hier bestehen wollen, geht es halt nur über Kampf, über Leidenschaft. Und ich denke, das hat meine Truppe zu 100% umgesetzt. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Hätte auch nicht gedacht, dass es halt so gut läuft. Wir wussten, dass wir auf eine gut angestellte Mannschaft kommen, dass wir da halt, wie gesagt, den Kampf brauchen und natürlich auch ein bisschen Glück. Weil nach dem Rückpass kann es auch schon 1-0 stehen und dann weiß jeder selber, wie schwer es ist. Aber heute haben wir halt ein bisschen Glück gehabt, gehen durch einen Fernschuss von Tim in Führung. Und das hat die Mannschaft natürlich dann auch einen Aufwind gegeben. Ja, zweite Halbzeit wollten wir uns natürlich nicht hinten drangeln lassen, wir wollten weiter nach vorne. Hatten dann auch eine Drangphase zu überstehen, aber ich glaube in 2-0, der glaube ich dann auch für den Zeitpunkt verdient war. Ja, aber das wichtige Spiel für den Verein, für die Mannschaft gewonnen und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Das kann man wirklich nicht in Worten fassen. Ich wünsche trotzdem hier den KFC Uerdingen, dass sie dieses Jahr aufsteigen. Ich glaube, so einen Tag wie heute kann man mal gegen uns verlieren. Aber hier wird sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ja. Vielen Dank, Mike Terranova. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Michael Wiesinger in seinen Kommentar. Ja, Mike, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Verdient, unverdient. Schwierig, es war auf jeden Fall ein Fight von beiden Mannschaften. War mir klar, dass uns Oberhausen auch anfeigen wird heute. Das ist eine Mannschaft, die in seiner Breite auch besser dasteht wie in der Vorrunde. Das wussten wir schon. War richtig. Ich war der Meinung, wenn du den natürlich in Führung gehst, mit der Großchance, die wir da hatten, gut gespielt, gut ausgenutzt. War jetzt lange Eck am Fürsthal 1-0. Das Spiel läuft komplett anders. Das sind ja Sachen, da wiederhole ich mich ja in der Analyse, darauf mit beschäftigen. Das sind Themen, die laufen uns hinterher. Ja, wenn du dann natürlich einzelne Rückstand gerätst, war in der Phase dann schon so nichts, fand ich. Ball verspringt, lange Ecke, Tor, okay, passiert. Und dann läuft es natürlich hier hinterher, dass das nicht so ganz einfach ist. Das kann sich jeder vorstellen. Die Mannschaft hat viel investiert, weil wir natürlich immer aufpassen mussten. Wo wir so den Ballerholung gehabt, gegen den Tiefgang, dann haben sie schon ein paar Leute drin, die auch Geschwindigkeit haben. Aber ich finde, dass wir es ganz gut gemacht haben. Wir hatten eine Drangphase, was natürlich fehlt, ist so diese letzte Power an 16 in der Box. Da waren wir wieder so ein bisschen nah dran. Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Und das hat uns halt wehgetan. Vielleicht sind wir die letzte Fußspitze noch dran. Also fand ich schon, dass wir noch viel versucht haben. Und ziehen dann in der Phase, wo ich schon glaube, jetzt könnte man so ein Ding mal reinrutschen, ziehen wir dann bis 2-0, wo wir die 2 aufgerückt sind. Ja, eiskalt dann, damit war das Ding erledigt. Für uns hat ein riesen Aufwand, eine ganze Vorbereitung, wo du natürlich auf das Spiel hinarbeitest. Die Mannschaft hat für die Läufer schon alles rausgehauen. Es waren beide Mannschaften auch auf Augenhöhe. Und von daher für uns bittere Niederlage, tut weh, muss ich sagen. Pokal heißt, du bist raus, brauchst dich auch im Großen und Ganzen damit beschäftigen. Wir haben am Morgen von uns Gesprächen, wir werden es analysieren, anschauen, ein paar Sachen. Da sind natürlich schon ein paar Dinge dabei, wollen müssen wir schon nochmal genau hinschauen. Von daher, wie gesagt, für uns ein schlechter Auftakt. Jetzt gilt es, Wunden zu lecken und dann hoffentlich nächsten Samstag hier natürlich wieder in der Punkterunde sofort loszulegen. Nur auch da werden wir ein Tor erzielen müssen. Darauf arbeiten wir jeden Tag. Vielen Dank, Michael Wiesinger. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Bitte schön, Frau. Herr Wiesinger, welche Dinge wollen Sie sich genau anschauen? Haben Sie jetzt gerade gesagt, ein paar müssen Sie sich nochmal genau anschauen. Was meinen Sie damit? Was ärgert Sie am meisten? Frage danach, was sich Herr Wiesinger genau noch anschauen möchte in Bezug auf das Spiel. Ja, es gab schon ein paar Situationen, da habe ich schon einen Unterschied gesehen. Defensiv 1 gegen 1, wie hat Oberhausen diese Situationen gelöst? Wie haben es wir gelöst?
Und der Mannschaft, glaube ich, sagt, ja, Mainz könnte euch einstellen. Wir werden in der Liga, ja, die werden uns bekämpfen. Ja. Messer zwischen die Zähne. Und das war heute so. Und wir werden Stress kriegen. Heute war Stress da. Und in gewissen Situationen haben wir nicht gut reagiert heute. Ja. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das war aber natürlich ein Thema in der Vorbereitung. Was passiert, wenn es noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Ja. Das war heute augenscheinlich. Der Gegner, der definiert sich über uns. Das ist ja auch normal, würde ich genauso machen. Ja. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass uns die ganzen Ansprüche nicht erschlagen. Das werde ich schon dafür sorgen. Ich habe eine gute Mannschaft, ich habe Qualität, aber wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wir müssen uns hier uns harte Arbeit und dreimal unterstrichen. Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage? Ja? Eine Nachfrage, wie groß ist dann die Enttäuschung darüber, dass die Mannschaft noch nicht die Lösung hat dafür, um solche schwierigen Messerspiele zu nehmen? Frage, wie groß die Enttäuschung ist, dass es da noch keine Lösung gibt für die Probleme, die gerade angesprochen wurden. Ja, ich kenne meine Mannschaft und ich weiß von Anfang an, dass in solchen Situationen, wenn wir uns begegnen, dass wir dann auch in den Vorrunden immer schon Phasen hatten, wo wir uns dann wieder rausgeboxt haben. Ich will damit nur sagen, dass ich sehr gut weiß und glaube zu wissen, was auf uns zukommen wird. Und in gewissen Situationen den letzten Ball ruhiger zu spielen, wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ja, haben wir heute auch viele Bälle weggegeben, erste Halbzeit, zu unruhig, trotz Platz, okay, wissen wir alle, oder zumindest die unten am Platz waren, die haben es gesehen, was das für ein Tiefgang da war, ja, aber trotzdem, einfach souveräner zu agieren, ja, Zweikampfverhalten auch, schlauer zu sein, noch giftiger, ja, und im Endeffekt auch die Denke muss hier rein, dass jeder Zweikampf der Letzte sein kann, und wie gesagt, da haben wir ein, zwei Momente gefehlt, wo Oberhausen vielleicht heute einen Tick aggressiver war wie wir. Ja. Und deswegen schlägt das Pendel halt dann auch so aus. Noch weitere Fragen? Bitte schön. Warum wurde der Beister ausgewechselt, der meiner Meinung nach der beste Spieler auf dem Platz war in der ersten Halbzeit? Frage nach Michael Beister, Maximilian Beister, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde. Ja, zum ersten Mal ist es schön, dass es Ihre Meinung ist, weil es darf ein Fußballer jeder extrem haben. Für mich zählt einzig und allein das Wissen und seine körperliche Fitness. Und mir war halt wichtig, dass er die 60 Minuten voll geht. Und wenn ich als Trainer das Gefühl habe, ich muss da einen Impuls setzen, dann mache ich das. Das habe ich heute gemacht. Noch weitere Fragen? Die junge Dame hier vorne. Frage, ob Michael Wiesinger auch stolz ist, auf die Spieler, dass es zumindest versucht haben, so zu schießen. Ja, klar, wenn ich weiß, das macht er ja keine Absicht. Aber im Fußball ist es halt immer so, weißt du, du musst zupacken und denkst, das ist zu viel, das Leben für dich, aber im Fußball musst du halt irgendwann ein Tor schießen, sonst gewinnst du nicht, ganz einfach. Noch Fragen? Ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss hier, dass auch Michael Wiesinger stolz ist auf die Spieler, auch wenn die heute verloren haben. Wir haben am kommenden Samstag die nächste Möglichkeit, das wieder ein bisschen besser zu machen. 17 Uhr zu Gast der FC Legberg Begumson. Gestern aus Oberhausen, alles Gute für den Niederrhein-Pokal, fürs Halbfinale, für die Liga auch. Wir sehen uns ja nochmal hier in der Grundburg. Von daher, vielleicht können wir dann die drei Punkte hier halten. Bis dahin, noch einen schönen Sonntag, sagt ihr und euer Kapsi Hüning.